Hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Party-Sync-Kisten aufmachen und dazu war ich schon fleißig und habe einige hier mit meinem Monk gefarmt. Die schimpfen sich geborgene Truhe mit Vorräten und die kriegen wir einmal dadurch, dass wir quasi mit einem hochstufigen Char, also 50 plus, einmal Party-Syncen mit irgendeinem Charakter, der in der Chromie-Time ist. Und dann wird man nämlich auf 50 runterskaliert, die Mobs sind dann dementsprechend auf demselben Level wie man selbst, also das ist nicht mehr dann so, dass man die einfach weg one-shottet und alle paar Quests gibt es dann so eine Kiste. Das Ding ist, ich letztes Mal habe ich gesagt, so jede zweite, dritte Quest, das muss ich revidieren, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich jetzt teilweise über 10 Quests gemacht, bis ich eine Kiste bekommen habe, also teilweise ist es relativ selten. Aber ich habe wieder 20 Stück insgesamt zusammengesammelt, hier mit dem Monk. Und da wollen wir jetzt einmal reingucken. Mir fehlen beim Monk noch alle Teile. Ihr seht, ich habe 0 und das sind insgesamt 11. Ich habe ein bisschen verkackt hier mit dem Umstellen von den Spezialisierungen. Und zwar war ich jetzt eigentlich fast für alle Kisten in derselben Spezialisierung. Für die Ledersachen, die es hier gibt, ist es wurscht. Es gibt aber halt auch einen Stab, den kriegt halt jetzt nur der Tank. Dann gibt es halt einen Stab, den kann nur der Heiler kriegen und ein Schwert, was nur der DD-Spec kriegt. Ne? Der Loot wird immer dadurch entschieden, wenn man die Kiste kriegt, in welchem Loot-Spec man ist. Also wenn man das jetzt später hier umstellt, hat das, glaube ich, keine Auswirkungen. Zumindest wird mir das gesagt. Gut, genug der Vorworte. Ich würde sagen, wir öffnen die jetzt mal. Die erste haben wir in den Umhang. Schon mal sehr gut. Den brauchen wir. Dann habe ich jetzt den Heiler-Stab rausgezogen. Was bin ich jetzt? Warte mal, dann tun wir... Windwalker bin ich jetzt, ne? Dann habe ich nochmal den Heilerstab drin. Ein Hals, der bringt mir gar nichts. Dann hatten wir hier einmal die Handgelenke, das ist schon mal gut. Die Brust, die brauchen wir auch. Nein, wieder ein Hals, den will ich nicht haben. Nochmal der Heilerstab. Okay, ihr könnt jetzt euch schon erahnen, in welchem Spec wir waren. Also ich habe jetzt die ganze Zeit Windwalker drin, habt ihr gesehen. Und ich kriege immer das Heilerzeug, weil ich am Anfang die ganze Zeit Heiler war. Und nochmal der Heilerstab. Und... was ist denn mit dir, Blizzard? 1, 2, 3, 4, 5 mal der scheiß Heilerstab. Gut, jetzt haben wir ein Trinket gekriegt. Ein Ring, das bringt auch nichts. Ich sage jetzt nichts zu dem 6. Heilerstab. Einen Ring. Ein Trinket. Ah, da habe ich jetzt die Einhandschwert. Das sind nämlich die unteren Kisten. Da habe ich dann mal umgespeckt auf DD, ne? Jetzt stelle ich mal Braumeister ein für die Kisten, die ich jetzt dann später noch farmen werde. Nochmal der Heilerstab. Einen Ring. Ist das? Das sind die Hände. Okay. Und nochmal der Umhang. Okay, gut. Wir hatten 11 Sachen drin. 5 sind jetzt noch über. Heißt, wir haben insgesamt 6 Sachen rausgekriegt von den 20 Dingern. Es waren jetzt viele... doppelt, beziehungsweise halt auch Trinkets, Ringe und Finger, die bringen natürlich kein Tiermog, ne, ganz klar. Gut, also ich lasse jetzt den Char auf jeden Fall für die nächsten Kisten auf Braumeister, also sprich die Tank-Spezialisierung, dass ich das hier noch kriege. Und dann sind jetzt nur noch ein paar Teile offen und ja, ich hoffe, da werde ich ein bisschen mehr Glück haben. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, für diese 20 Kisten habe ich eigentlich so gut wie alles, naja, nicht ganz alles, alle Quests habe ich nicht gebaut, aber bestimmt 60-70% hier vom Brachland, vom nördlichen gequestet und jetzt auch schon ein gutes Teil vom südlichen Brachland. Also um 20 Kisten zusammenzukriegen, muss man schon ein gutes Stück questen. Also das geht jetzt mal nicht so in 20 Minuten, sondern da ist es leider eher ein paar Stunden unterwegs. Oder mehr. Na doch, ein paar Stunden ist schon. Gut, das war es eigentlich für die kleine Aufnahme. Und ja, sobald ich wieder ein paar mehr Kisten mit irgendeinem Char zusammen habe, melde ich mich wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.